Wie verhält man sich bei einem Wildschweinangriff? Jetzt gehen die richtige Verhaltensweise im Notfall. Also, ihr habt ein Problem, die Bache oder der Keiler stehen vor euch. Ihr denkt nur, weg will ich, weg! Aber keine Panik, I got you. Ihr versucht jetzt den Abstand zwischen euch und dem Wildschwein ein bisschen zu vergrößern, indem ihr langsam und ruhig, ohne hektische Bewegungen, rückwärts lauft. Ruhe bewahren, ihr könnt auch beruhigend auf das Tier einreden, schreit aber nicht rum und rennt auf gar keinen Fall weg. 200 Kilo schwer, bis zu 50 km/h schnell, wir verlieren. Einfach in Ruhe den Sicherheitsabstand wiederherstellen und dann abzischen. Wichtig, wenn ein Wildschwein anfängt mit den Zähnen zu klappern, wird es euch definitiv angreifen. Das ist alles egal, Leute, da könnt ihr rumschreien. Ihr könntet versuchen, euch auf einer Erhöhung zu retten oder im letzten Moment hinter einem Baum zu verstecken, die sind nicht so gut im Sehen. Tierabwehrspray ist natürlich dann auch eine Option. Diese Situation ist natürlich dann akute Lebensgefahr. Ich will hier aber niemanden Angst machen, das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Achtet einfach darauf, dass ihr euch nicht durchs Unterholz schlagt, da hat ein Mensch einfach nichts zu suchen. Die wollen auch einfach nur ihre Ruhe. Für mehr Outdoor-Content lasst ein Follow da. Peace, Leute.